وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Und das irdische Leben ist nichts anderes als eine Illusion und Niesbruch. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass die Dunya eine Illusion und ein Niesbruch ist. Allah subhanahu wa ta'ala benutzt hier zwei interessante Begriffe. Mata' und Ghurur. Die Araber haben unter Mata' einen Lappen verstanden, den man benutzt und danach wegwirft. Also eine Sache, die nach dem Benutzen keinen Wert mehr hat. Ihr müsst das wie ein Taschentuch vorstellen. Ihr benutzt es einmal und schmeißt es danach weg. Warum? Weil es keinen Wert mehr hat. Wir sollten also diese Dunya wie ein Taschentuch sehen, als etwas, was wir benutzen und wegwerfen. Wir lieben diese Dunya. Ich liebe diese Dunya. Du liebst diese Dunya. Die Liebe zu ihr wird uns bereits seit unserer Kindheit mitgegeben. Geld, Mode, Autos und Häuser werden uns als etwas Wertvolles vermittelt. Wir lieben die schönen Häuser, auch wenn sie uns nicht gehören. Die schönen Autos, auch wenn wir sie uns nicht leisten können. Die schöne Yacht, selbst wenn es nur ein Traum für uns ist. Die Mode, die neuen Trends, das Geld. Ja, wir lieben auch den Status, das Ansehen und die Macht. Wenn wir mit unseren Wagen vorfahren und man uns Aufmerksamkeit schenkt, genießen wir diesen Moment. Ja, es ist die Anerkennung, die Aufmerksamkeit, die wir lieben. Wir lieben alles, was nicht so leicht zu kriegen ist. Wenn die Dunya sich uns nähert, sind wir glücklich. Und wenn sie sich von uns entfernt, macht es uns traurig. Wir lieben diese Welt, aber wissen nicht, dass diese Welt uns nicht liebt. Du kannst dieser Welt alles geben, was du hast. Zeit, Geld, Energie, einfach alles. Aber du sollst wissen, dass die Dunya dir dafür niemals danken wird. Alles, was wir in dieser Dunya vorfinden, sollten wir hauptsächlich für das Wohlgefallen Allahs nutzen. Nur aus dieser Hinsicht sollte die Dunya für uns einen Wert haben. Alles andere hat bei Allah subhanahu wa ta'ala keinen Wert. Allah Azza wa Jal beschreibt es als etwas Wertloses. Traurigerweise sehen wir diese Dunya aber nicht so. Wir streben nach immer mehr, als ob wir es ewig nutzen können, als ob es von ewiger Dauer sein wird. Wir betrachten also das diesseitige Leben nicht als Mittel, um das Paradies zu erreichen, sondern für uns gehören diese Dinge zu unseren Zielen. Wir streben danach und alles dreht sich nur noch darum. Und unter Ghurur haben die Araber eine Illusion verstanden. Illusion ist eine Wahrnehmungstäuschung, wie in einer Wüste, wo man glaubt, dass eine riesige Wasserquelle auf einen wartet. Und wenn man ankommt, ist da gar nichts. Man wurde optisch getäuscht. Und Allah subhanahu wa ta'ala bezeichnet alles, was du liebst, alles, was in deinen Augen einen Wert hat, als was? Als eine Illusion. Egal, was du für ein Auto fährst, wie viel du auf dein Konto hast oder eine teure Uhr trägst, glaube ja nicht, dass diese Dinge bei Allah subhanahu wa ta'ala einen Wert haben. Glaube ja nicht, dass dein Geld und der Luxus dir Yawm al-Qiyamah das Paradies garantieren werden. Alles, was du liebst und einen Wert gibst, Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt es als was? Als Mata' und Ghurur, Niesbrauch und Illusion. Allah subhanahu wa ta'ala bringt uns solche Beispiele, damit wir begreifen, dass die Dunya eine Illusion ist, für die es sich nicht lohnt zu trauern, viel Zeit in ihr zu stecken, den Islam stehen zu lassen, die Dunya als das Wichtigste im Leben zu sehen. Weil die Gefährten des Propheten alayhi salatu wassalam eine korrekte Betrachtungsweise auf die Dunya hatten, waren sie bereit, auf Mode und Luxus zu verzichten. Ihre Betrachtungsweise hat sie dazu geführt, mehr Zeit und Energie in das Jenseits zu stecken, als in eine Welt voller Illusion und Wertlosigkeit. Aber auch wir können Großartiges leisten, wenn wir uns ihre Sicht auf diese Dinge aneignen.